Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Falls ihr euch wundert, warum wir jetzt hier gerade abends das Intro drehen, das hat einen speziellen Grund. Ich habe neue Fische besorgt. Und zwar habe ich mir rote Brunos besorgt. Der eine oder andere wird jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wird sagen, oh, die fressen die Pflanzen, die sind viel zu groß, dies, das. Mag sein, dass sie Pflanzen fressen, können sie aber da drinnen ruhig, da sind genug drin, Wasserpest wächst da wie Hölle drinnen. Algen aber auch und Algen soll er auch gut fressen. Und ich habe für die zwei einen Abnehmer nach dem Projekt hier, und zwar den André von Aquadicted. Der hat nämlich in seinem Teichwäsche davon sitzen und wird die gerne dazusetzen. Das heißt, ja, für danach ist auch gesorgt. Ja, und außerdem werden wir heute im Video unsere erste Ernte verkosten. Mal gucken, wie das Ganze schmeckt. So, jetzt würde ich sagen, packen wir erstmal die Brunos hier rein. Lassen die von der Temperatur ein bisschen angleichen, bis es dunkel ist, damit ihr auch was seht. Und dann setzen wir sie rein. Also, bis gleich. So, jetzt haben wir es mittlerweile dunkel genug, dass wir die Tüte auch anstechen können. Und die zwei da rausholen können. So, da haben wir Nummer 1. Und Nummer 2. Schöne Tiere. So, das Wasser kippen wir weg. So, da sitzen sie jetzt. Und jetzt nochmal zu den Vorteilen, warum ich die jetzt hier reingesetzt habe. Also die fressen gut Algen, fressen auch gut Pflanzen. Pflanzen können sie ruhig fressen. Wie gesagt, hier die Wasserpest und Cypraus helferi, die wachsen ganz gut. Da kann ruhig ein bisschen was getrimmt werden. Das macht mir nichts aus. Ja, weil sie gut fressen, kacken sie auch dementsprechend gut. Und so ein bisschen Nährstoffe kann den Pflanzen hier oben auch nicht schaden. Deswegen eigentlich ein super Kandidat hier für das Becken. Und dann, wie gesagt, auch die Möglichkeit, dass ich dem André halt nach dem Projekt hier die Fische zur Verfügung stellen kann für seinen Teich. Das kommt natürlich auch nochmal als Bonus hinzu. Ich fütter sie ihm schön fett mit den ganzen Pflanzen und mit den Algen hier und er übernimmt sie dann für seinen Gartenteich. Dann ist noch ein Vorteil, dass sie halt nicht an den eventuellen Nachwuchs von den Makroboden drangehen, wenn sie endlich mal Nachwuchs produzieren sollten. Jungs, Mädels, habt ihr gehört? Ja, dann sind sie sehr temperaturtolerant. Ich greife bei den Temperaturschwankungen von um die 20 Grad nachts bis an die 30 Grad tagsüber, wenn es richtig heiß ist. Stecken die auch halt super weg, haben die gar kein Problem damit. Ja, Holz fressen sie auch, Holz haben wir auch genug drin. Können sie auch ruhig ein bisschen was abraspeln und hoffentlich auch die Algen von dem Holz. Ja, wenn sie Pflanzen fressen sollten, die abgestorbenen Pflanzenreste sind ideal hier für unsere Paradiesschnecken zum Beispiel. Und auch für die anderen Schnecken, die verwerten es dann. Also haben wir eigentlich ein sehr gutes Biosystem dann drin mit den Kandidaten, würde ich sagen, oder? Was meint ihr? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und ja, zu der Beckengröße, wie gesagt, das Becken ist 1 Meter auf 60 auf 50. Und ja, für die Größe von den beiden ist es auf jeden Fall ausreichend und da passiert nichts. Und ich sehe gerade, hier unten sitzt sogar die Riesenapfelschnecke. Und der eine Bruno macht die gerade sauber. Sehr cool. Also die ist auf jeden Fall auch noch da. Hat bis jetzt auch noch keine Pflanzen gefressen. Also ich habe jedenfalls nichts gesehen an Fraßspuren hier irgendwo. Ja. Hält sich also alles noch im Maße. Was ich nicht im Maße halten soll, sind wie gesagt die Makropoden. Die sollten nicht mal Gas geben und Nachwuchs produzieren. Das würde mich nämlich sehr, sehr freuen. Oh, da hat er sich gerade erschreckt, glaube ich. Die Kollegen sind ja eh nachtaktiv und dann haben sie jetzt die Nacht hier gleich die Möglichkeit, ihr Aquarium zu erkundigen. Ja, leider haben sich die Brunos jetzt erstmal versteckt, sind nicht mehr auffindbar, waren wir zu erwarten. Ich hoffe, ich kriege demnächst noch ein paar Aufnahmen von denen, aber damit sich das Ganze hier auch gelohnt hat, füttern wir noch mal ein bisschen die Makropoden, dass man die wenigstens noch ein bisschen zu Gesicht bekommt. Wenn die nicht auch schon schlafen langsam. Ah ne, da kommen sie. Da ist das Männchen zum Beispiel. Es wird immer schöner von der Farbe her. Oder was sagt ihr? Die Flossen sind echt ultra lang geworden bei dem. Und das Rot kommt auch ganz schön zur Geltung an den Rändern. Wunderschönes Tier auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir lassen den Kollegen jetzt auch ihre Nachtruhe.
wie gesagt, die Bonus sind jetzt drin. Ich hoffe, dass sie sich gut satt fressen da drin. Ja, und ich werde jetzt auch mal ins Bett gehen und morgen früh werden wir uns dann hier um unseren Aquaponikgarten mal kümmern und ein bisschen was verköstigen. Also, bis morgen früh. Nächsten Tag. So, wir haben jetzt mittlerweile den nächsten Tag und ja, heute probieren wir mal, was unser Aquaponikgarten da oben so zu bieten hat. Das sind nämlich jetzt schon ein paar Erdbeeren reif. Ich zeig's euch mal kurz. Die sind jetzt erntereif. Zwei Stück. Die Chilis glaube ich noch nicht ganz. Das sollen ja grüne, rote und gelbe sein, aber irgendwie sehe ich gerade nur grüne. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen warten, oder? Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare für jemanden, der sich damit auskennt, ob man die schon essen kann oder ob die noch eine Weile brauchen. Weil irgendwie sehen die noch ein bisschen sehr klein aus, oder? Wie gesagt, das seid ihr gefragt. Und was ich noch gefunden habe, total strange. Die Gurke, habe ich eigentlich gedacht, die wächst nicht, aber die ist hier hinten runtergewachsen. Na komm. Und hat auch schon Gurken dran. Also die ist sogar schon fast gut. Das sind ja diese Mini-Snack-Gurken. Aber die werden wir hier oben dran machen. Also die werde ich jetzt gleich noch da oben dran binden, sodass die halt hier so hochranken können. Ja, den Salat. Gut. Den kann man sowieso schon essen. Schnittlauch auch. Und die Zucchini. Ja, die wächst auch langsam. Das wird ja so eine runde Zucchini. Aber ich glaube, die brauchen noch ein bisschen. Da warten wir noch. Jetzt machen wir erstmal die Lampe wieder runter. So, Basilikum, klar. Das können wir jetzt auch direkt mal probieren. Also, Basilikum, Geschmackstest. Schmeckt nicht nach Fisch, schmeckt nach Basilikum. Sehr gut. Also, Basilikum schmeckt schon mal. Dann Erdbeer. So. Die erste Erdbeer aus dem Aquaponik-Aquarium. Also, ja, echt gut. Und schmeckt nicht nach Fisch. Ich würde sagen, die zweite probieren wir auch noch. Erdbeer Nummer 2 aus dem Aquaponik-Aquarium. Ja, sehr gut. Geil. Also, Geschmackstest bestanden. Salat, komm. Wenn wir schon dabei sind. Probieren wir auch mal ein Salatblatt. Keine Blattläuse dran. Naja, wenn nicht, Proteinzufuhr. Auch gut. Die Pumpe läuft gerade wieder an. Ein bisschen bitter ist er, aber ich glaube, das ist normal. Ja. Also, geschmacklich perfekt. Ja, jetzt würde ich sagen, machen wir die Gurkenranke mal hier oben dran. Beziehungsweise, ja, ich muss die da oben irgendwie aufhängen. Das ist ein bisschen schwierig, ich muss ja gleich mal eine andere Leiter holen. Dann hängen wir die Gurken erstmal da hinten auf. So. Einmal Leiter austauschen. So. Es ist immer noch so ein bisschen weit weg, verdammt. So, also ich komme hier mit der Leiter immer noch schlecht dran. So, also ich werde jetzt mal hier oben draufsteigen. Um da ein bisschen besser dran zu kommen. Ich hoffe, das hält mich aus. Ja, sieht gut aus. So, also der Plan ist es jetzt auf jeden Fall, mit dem Kabelbindern hier, die Gurken hier oben dran irgendwie zu fixieren. Weil, wie gesagt, die wachsen hier hinten runter. So, da ist sie. Ja, und die will ich halt hier festmachen.
Moment, ich muss mal die Kamera irgendwo positionieren. So, perfekt. Ich glaube, jetzt seht ihr auch was. Also, ich will die hier so festmachen, dass die hier so hoch wächst. Das am besten mit einem Kabelbinder. Also schön in die Mitte. So. Ja, noch ein bisschen fester. Perfekt. Gut, jetzt kann die da hochwachsen. Und die hier genauso. Die lassen wir hier drüben hochwachsen. Oder wollen wir sie auch hier hochwachsen lassen? Ne, wir lassen sie da drüben hochwachsen. So, dann müsste ich jetzt eigentlich auf die andere Seite darüber. Oder einfach hier hinten dran. So, ich hoffe, ihr seht was. Perfekt. So, dann ist es hier dran geheftet. Jetzt können die Gurken hier wachsen. Und die können wir wahrscheinlich im nächsten Video dann schon ernten, weil die müsste auch bald gut sein. Das sind ja so Mini-Gurken nur. Von daher, lange werden die wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Da kommt noch eine, da, also sind schon ein paar. Gut, die Zucchini, wenn wir jetzt schon hier oben sind, ja, die lassen wir einfach hier weiter wachsen, die soll dann hier runter wachsen. Ansonsten, ja, das Plastikding hier, also diese Plastikwanne hat sich ganz schön verzogen jetzt durch die Hitze und durch das Gewicht wahrscheinlich. Sie hat hier schon eine ordentliche Beule drin, wenn ihr mal so schaut. Also ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr sowas nachbaut, nehmt euch eine aus Stein oder sowas, nicht aus Plastik, weil wie ihr seht, also die ist total verzogen. Und sitzt auch ein bisschen schräg jetzt schon hier drauf. Das heißt, hier ist es ein bisschen weiter oben als da drüben. Ja, nicht so cool. Aber egal, können wir jetzt auch nicht mehr ändern. So, ich gehe jetzt erstmal wieder hier runter und dann schauen wir weiter. So, also jetzt nochmal hier von unten. Ihr seht, die Gurken wachsen jetzt so hoch. Ich hätte vielleicht noch die Dinger von den Kabelbindern abschneiden sollen, damit es ein bisschen besser aussieht. Egal, kann ich ja gleich noch machen. Ja, und die Zucchini will ich, dass die dann hier so runter wächst. Beziehungsweise ich will, dass die hier an diesem Steg entlang wächst. Die muss halt noch ein bisschen länger werden. Dann werde ich die da so hinführen und werde die irgendwie versuchen zu fixieren. Es gibt auch so Kabelbinder mit so Klebedingern. So Kabelführung. Vielleicht nehme ich die und mache die damit dahin. Egal, die braucht eh noch einen Augenblick, bis die groß genug ist. Ja, und ansonsten sieht es doch alles schon ganz gut aus. Wie gesagt, bei den Chilis müssen wir halt echt mal gucken. Wenn sich einer auskennt, sagt mal bitte Bescheid, ob man die schon essen kann oder ob die noch ein bisschen brauchen, weil die sehen mir irgendwie noch nicht ganz reif aus. Die sehen so aus, als wären die wahrscheinlich rot werden. Die haben hier schon so ein bisschen Pigment an der Seite. Das hier könnte eine grüne sein. Ne, die hängen sogar am selben Strauch. Oder ist das ein anderer? Ne, das ist derselbe. Ja, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr euch da auskennt. Ansonsten könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich einen Salat aus dem Salat machen soll. Und ja, was wir vielleicht noch mit dazu pflanzen sollen, weil das wächst ja jetzt alles. Ein bisschen Platz haben wir vielleicht sogar noch hier oben drin, wenn ihr mal schaut. Also theoretisch könnte man das eine Schnittloch hier auch raustun, könnte was anderes hinpflanzen. Ein Apfelbaum oder so. Nee, Spaß. Aber ja. Oder man macht den Salat ein bisschen raus und pflanzt was anderes hin. Oder man soll es einfach so lassen, soll es einfach erstmal wachsen lassen. Und dann noch eine Frage, wie sieht es denn eigentlich aus mit Dünger? Weil die Blätter sehen mir so ein bisschen aus, als würde denen irgendwas fehlen. Vielleicht Eisen oder sowas. Ich denke mal, dass wir jetzt an der Stelle von den Fischen hier genug drin haben für die Pflanzen. Vor allem jetzt hier auch durch die, da sieht man sie jetzt endlich mal wieder. Gestern Abend hat man sie ja nicht mehr wirklich gesehen, die sind ja sofort verschwunden. Aber jetzt sitzt hier einer vorne an der Scheibe von den Brunos und zeigt sich mal. Ja, also wie gesagt, Nitrat, Phosphat und Kalium dürften wir eigentlich genug drin haben durch die Fischfütterung, durch die Ausstellung von den Fischen. Aber Eisen fehlt, glaube ich, oder? Was meint ihr? Soll ich mal versuchen, ein bisschen Eisendünger reinzugeben und gucken, was passiert, oder soll ich es lassen?
könnt theoretisch auch mal das komplette Wasser durchmessen, was wir da jetzt für Wert haben. Wenn ihr das sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Können wir dann im nächsten Video machen. So, ich würde sagen, jetzt gibt es noch ein paar Aufnahmen von den Fischen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, vielleicht einen Kommentar da lasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.